Angenommen, alle Wimpox seien genetisch in jeder Hinsicht gleich. Es gäbe also keine genetische Diversität innerhalb der Wimpox-Spezies. Alle seien mit denselben Eigenschaften ausgestattet, mit denen sie in der herrschenden warmen Umgebung optimal leben können. Gesetzt den Fall, dass sich plötzlich die Lebensbedingungen ändern, indem zum Beispiel das Klima abkühlt. Dieselben genetischen Eigenschaften, die den Wimpox in der ursprünglich warmen Umgebung zum Überleben nützlich waren, könnten von nun an nachteilig oder sogar lebensbedrohlich sein. Die Spezies könnte innerhalb kürzester Zeit ausgelöscht werden. Bei einer genetischen Vielfalt innerhalb dieser Art könnte hingegen die Lage anders aussehen. Nehmen wir jetzt einmal an, dass einige Individuen der Wimpox-Spezies bestimmte Eigenschaften haben, die ihnen bei kalten Temperaturen zugutekommen. Bei einem Klimawechsel sind diese Individuen als einzige in der Lage zu überleben. Wenn sie sich vermehren, geben sie ihre besonderen Eigenschaften zum Schutz vor Kälte an ihre Nachkommen weiter und sichern dadurch das Überleben der Wimpox-Spezies. Auch wenn Wimpox eine frei erfundene Art ist, das Beispiel macht dennoch den Nutzen der genetischen Vielfalt auch bei wirklichen Arten deutlich. Bestehen genetische Abweichungen zwischen den Individuen einer Art, kann das zum Beispiel dann von Vorteil sein, wenn sich die Lebensbedingungen ändern. Die genetische Diversität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass einige Mitglieder der Spezies und deren Nachkommen auch unter veränderten Bedingungen überleben. Aber wie entsteht die genetische Diversität innerhalb einer Art? Eine genetische Vielfalt entwickelt sich als Folge verschiedener Ereignisse, die das Erbgut betreffen. Die Chromosomen als Träger des Erbguts sind in den Kernen der Zellen vorhanden. Auf jedem Chromosom gibt es eine Reihe von Genen. Diese Gene enthalten die genetische Information, die bestimmt, wie der Organismus aussieht und funktioniert.